Recht herzlich willkommen zur 42. Folge von Factorio. Wir waren letztes Mal hier unterwegs und haben geschaut, wie es denn da im Süden aussieht. Wir brauchten Bahnstrecke und wir brauchten Strom, um dann die Gleise zu verlängern und weiter nach unten zu führen. Das war unser Vorhaben. Vor allem der Strom, weil da unten ja irgendwas ist, was wir anschließen können. So, dafür brauchen wir die großen Strommasten, die ja hier schon sind. Kabelreichweite 30 und die 9, wow. So, dafür brauchen wir Stahlträger, Kupferplatten und Zeit. Ja, Stahlträger sind jetzt das Manko erstmal. Die hier schon drinne? Nicht wirklich, ne? Da sind ohne Ende Kupferleitungen drin. Und die Stahlträger fehlen wahrscheinlich. Haben wir überhaupt Stahl? Wir haben gar keinen Stahl, weil es gar keine Verbindung zum Stahl gibt. Kugelschaden 2 forschen wir gerade. Das heißt doch tatsächlich, dass wir erstmal wieder hochfahren müssten. Um, ja. Sag schon, Eisen zu kriegen, ne? Eisen? Ja, Eisen. Bom. Fahren wir mal hier hoch. Ziel gut und steigen wir aus und sammeln auf, ne? Kommt alles in die Tasche. Da auch. Ja, irgendwie müssen wir gucken, dass wir es mit dem Zug hinkriegen, ne? Tja, da kommt noch mehr. Also das war G. Züge können aus einem Fahrzeug heraus nicht verbunden werden. Interessant, okay. Und naja. Da wird schon wieder befördert. Ich nehme so viel mit, wie es irgendwie nur geht. Wir haben ja natürlich hier reichlich, was hier abgebaut wird, ne? Da ist schon das vollgelaufen, das Band. Ich weiß gar nicht, wie wir so mitkriegen können. Aber wir nehmen diesmal reichlich mit, ne? Okay, wir sind voll. Wir können natürlich jetzt ins Auto gehen oder ans Auto gehen und erstmal abladen. Wie war das? Steuerung? Nee. Okay. Na, da haben wir jetzt was falsch gemacht. Das lassen wir hier, das passt ja schon. Und dann gehen wir nochmal hoch. Ups, wir wollen nochmal aussteigen, nicht fahren. Und dann nochmal aufsammeln. Das ist so butz. Wieder vollgelaufen, das Band.
Dann wir nochmal komplett auf. Und wie schnell das hier geht bei dem, ne? Das falsche Taste. Krass, so viel. Wieder die falsche Taste erwischt. Die brauchen wir. Na, das war jetzt falsch, was wir da gemacht haben, aber ist ja egal. Zip. Da sind wir voll, ne? Genau so sieht's aus. So. Jetzt stellt sich mir gerade die Frage, was das hier links ist, ne? Was ist das? Bahnhof Mark-Scheisek. Okay. Das bedeutet, hier müssten wir wahrscheinlich nur die Gleise ein bisschen verlängern. Und wir haben keine geraden Gleise, ne? Können wir welche bauen? Wir könnten welche bauen. Nicht genug Komponenten. Nein, die Stahlträger fehlen uns. Okay, das bedeutet ins Auto und Fertigung von Stahlträgern anstoßen. Ne, fahren wir auf einen Schienen lang, ne? Du bist ein bisschen besser. Also da oben müssen wir mit den Schienen länger werden. Ja, ich wollte mal hier hinfahren. Und hier ist, glaube ich, wahrscheinlich der zweite Posten. Ne? Na, das war jetzt nix. Steigen wir mal aus. Und gehen wir hier hin. Und nicht hierhin, das war falsch, sondern ich muss an die Kiste gehen und dann hier einmal die Steuerungstaste drücken. Und jetzt packt ihr das da drauf. Und da ist die Forschung beendet, da müssen wir gleich auch machen. Gehen nochmal ins Auto. Und das wieder mitnehmen. Und gehen rüber an die Kiste auf dieser Seite. Und Steuerungstaste und auch das da rein. So, beide Seiten sind unterwegs oder beziehungsweise werden produzieren. So. Gehen wir mal gerade in die Forschung rein. Kugelschaden und Kugelfeuerrate. Tja, können wir dann auch erforschen, ne? Viel ist es nicht mehr. So, der Bahnhof war diese Säule, oder wie habe ich das jetzt verstanden, ne? Bahnhof Holy Fire. Bahnhof Holy Fire. Und da kann er nicht hinfahren, oder wie? Ach so, ich müsste wahrscheinlich erstmal mit dem Rechtsklick da rein. Zug zeigen. Haben wir. Das ist alles passend. Zur Station springen geht irgendwie nicht. Zeit. 120. Holy Fire. Station entfernen. Zug anhalten. Zur Station springen. Das macht er schon mal nicht, ne? Wartezeit in der Station in Sekunden. Lass mal auf 200 dann.
Ziel nicht erreichbar. Warum nicht? Das ist die Frage, ne? Okay, da oben fehlt es ja an Gleisen. Jetzt müssen wir gerade gucken, ob wir da rüber können. Na, da laufen wir vor den Zug, ne? Um hier. Was produziert er eigentlich hier? Kupfer. Aber was wir haben wollen, ist Eisen. Und zwar Eisenstangen. Oh, wir haben keinen Strom mehr. Irgendwas läuft schief. Warum haben wir keinen Strom mehr? Sind wir irgendwo angegriffen worden? Hier oben wahrscheinlich dann. Nee, das Netz ist noch okay. Zwischenzeitlich hatten wir keinen Strom mehr. Keine Ahnung warum. Wir wurden wieder angegriffen. Ist dem so? Ach so, dann sind die Laser wohl angegangen. Das ist ein Laserturm, okay. Können wir da eigentlich noch mehr produzieren? Ein G-Turm, Radarturm. Ein Laserturm geht wohl jetzt gerade hier nicht. Okay. Können wir auch nicht bauen. Müssen wir gucken. Erstmal wieder hier runter. Was braucht man denn jetzt nochmal? Eisen. Aus Eisen werden da Zahnräder gemacht. Aber ich brauche Stahlträger, ne? Wo werden die denn gemacht? Tränke, alles ist da. Stahlträger würde ich gerne haben wollen. Guck mal, hier passieren doch solche Dinge, oder? Ja, wahrscheinlich. Aber da fehlt es jetzt an den Platten da drin, ne? Hier sind Stahlträger drin, ne? Aber da ist nur Eisen. Das würde bedeuten, ich würde hier den wegmachen. Der ist jetzt im Inventar gelandet. Pack den da an und setz den. Shit, das war verkehrt. Jetzt habe ich den nicht aufgehoben, sondern da einfach abgesetzt. So, nochmal. Wo ist er? So muss er dahin bin. Das macht er. Hier schmelzen wir Stahl, Eisenerz. Aber es gibt keinen Roboter, der das da reinpackt, oder wie sehe ich das? Das würde bedeuten, wir machen das da. Weg. Also der, nee, der muss da bleiben. Das war verkehrt. Drehen. Der holt die Kohle da raus, ne? Glaube ich, oder? So, und der sollte jetzt Eisenerz machen, packt aber hier nichts rein. Netzwerkinformation bereue ich nicht, dieses Kabel kann das weg. Nicht ganz, aber wir kümmern uns gerade drum. Da muss dann ein Roboter hin. Ich glaube, den können wir dann wegnehmen, ne? Ach so, ist wieder kein Platz da.
So, der packt das jetzt da rein. Und sobald der da ist, packt er es da rein, oder? Ist das richtig? Genau, so wollen wir es haben. Packt er es auch aus? Ich glaube, der packt es auch aus. So bekommen wir jetzt auch Stahl dann. Genau. Irgendwann ist da auf dem Band auch Platz. Allerdings brauchen wir es ja auch gerade, ne? Dann können wir es auch gerade selber tragen. Gut. Okay, das läuft. Das ist wunderbar. Funktioniert also. Was ist hier unten reingekommen? Das können wir mal gerade nachgucken. Das viele Kupfer haben wir jetzt wieder da drin. Und das läuft auch nach. Ja, was soll er rausnehmen? Kupfer. Steinmauern, macht er überhaupt was mit? Nö. Nö, dann können wir die Steinmauern jetzt auch mal gerade wegmachen. Und die Stahlträger, ich glaube, die waren nicht ausgewählt. Oh. Da sind sie, ne? Na, jetzt sind sie doppelt, okay. Was sind das alles? Alien-Artefakte. Kunststoffstange haben wir jetzt auch. Kann sein, dass hier mehr Sachen sind. Nee, funktioniert nicht wirklich, ne? Haben wir hier was, was wir rausnehmen sollten? Nein. Dann lass uns doch weiter das machen. Ach, der ist auch schon gewesen. Da war die Mauer, ne? Genau. Ja, da gibt es viele Sachen, ne? Aktive Anbieterkiste. Roboterhanger. Roboterhanger? Logistikroboter. Okay, da müssen wir wohl noch was machen, ne? Panzer. Oh, ich glaube, es ist ziemlich viel mehr geworden. Gut, hier gibt es auch noch mehr Sachen. Ölraffinerie, auch neu, glaube ich. Chemiefabrik, Labor. Hier sind doch sehr viele neue Sachen dabei. Rohölförderpumpe. Irgendeine Forschung hat das hier alles freigemacht. Einfacher Akkumulator. Flugrotorgestell. Batterie. Sprengstoff. Wow. Hier gibt es auch viel mehr. Ist das der Laserturm? Nee. Raketensilo. Krass. Okay. Lassen wir gerade erstmal so. Was sollen wir da noch rausnehmen, runternehmen? Das war jetzt verkehrt, das wäre richtig gewesen. Ich glaube, wir haben verdammt viel Eisen momentan hier zugange. Wo ist denn das Eisen? Da. Nehmen wir das noch runter. Und die nehmen wir schon mal wieder mit. Jetzt packt er da auch Eisen rein. Die Solarmodule, die können wir da auch rausnehmen, ne? 50 brauchen wir da, okay. Der packt viel ein. Gut. Ja, okay, muss mehr laufen, ne? So, aber was wir jetzt machen müssen, ist definitiv die Schienen. Ne, das war schon hier richtig, oder? Nur wir müssen dahin. So, und dann haben wir hier diese Lokomotive. Ich brauche aber noch sowas wie einen Anhänger, Güterwaggon. Ich brauche noch ein paar Stahlträger. Da jetzt noch welche drin? Nee, ne? Aber die gab es ja hier oben irgendwo. Gut. Ich glaube, wir müssen nach hier hin. Jetzt können wir einen Güterwaggon machen.
Der wird produziert und ist auch da und den hängen wir jetzt mal hier ran, oder? So, nichts zum Verbinden gefunden. Okay. Nichts zum Verbinden gefunden. Wie kriege ich den denn jetzt da dran? Abkuppeln ist V. Oh, ich kann auch schießen. Tatsächlich. Ja, das ging ja nicht. Jetzt machen wir mal einsteigen. Geht das? Ja, Enter. Und G geht nicht. Und V geht auch nicht. Wie kann ich den denn da bitte schön dran kriegen? Wie kann ich einen Zug fahren? Oh, eine schicke Map haben wir ja auch, wusste ich gar nicht. Guck mal an. Okay. Ziel ist nicht erreichbar, ja. Das hatten wir. Ich klicke mal durch. Okay, Produktion. Viele Menüs. Nichts zum Verbinden gefunden. Tja. Hier ist was zum Verbinden. Aussteigen, runtergehen. Abbauen. Und nochmal dahin, den nehmen und G oder V. Zug kann nicht verteilt werden, du bist nicht im Fahrzeug, alles klar. Nochmal mal G da nochmal raus. Ah, die muss direkt dran sein, dann geht das auch. Oh, der fährt. Krass, der fährt ja seitdem er Güterwaggon da dran ist. Cool. Aber der hat kein Licht, das ist ja auch doof, ne? Züge brauchen kein Licht. So, das ist ja richtig cool, oder? Super toll, das funktioniert schon mal. Okay, Treibstoff ist auch nicht so das Problem, das ist schon mal gut, ne? Okay, und irgendwo müssen wir jetzt ankommen, da sind wir schon. Super. Wo die Laserstation arbeitet. So, und jetzt können die einpacken. Krass. So. Jetzt können wir hier auch gerade Gleise bauen. Haben wir jetzt schon, sehe ich gerade. Rotate. Einmal aussteigen. Das klappt ja alles so, ne? Ich muss erstmal einsteigen, sonst fahren wir nämlich nicht mit, würde ich gerne tun. Und dann nochmal hier hin. Und
Zug losschicken. So, jetzt fährt er dahin. Boah, der macht aber Gas, und die fliegt ja nicht aus der Kurve. Krass, oder? Und jetzt packen die aus. Was hat denn da eingepackt? Okay, das sieht so aus, als ob wir da was ändern müssen dann. Gut. Der darf doch nicht so weit fahren. Oder ich brauche mehr Güterwaggons oder muss es hier umbauen, ne? Ja, dann würde ich sagen, bauen wir das einmal ab hier oben. Und bauen das da unten hin und gucken, ob das funktioniert, ne? Da oben geht es richtig rund, seitdem wir den Zug haben, oder wie sehe ich das? Nicht so gut, ne? So, die beiden Roboter. Müssen wir jetzt hier hin machen. So, das passiert. Aber die Kiste dazwischen braucht man gar nicht, oder wie sehe ich das? Aber ich würde sie gern trotzdem hinstellen. So, läuft. Und Zug anhalten. Ich weiß nicht, wie lange das ist, aber 200 Sekunden oder sowas, keine Ahnung. Okay, wir werden sehen, wie was geht oder auch nicht geht. Das müsste hier nur eine Station sein, dass er auch dahin fährt, ne? Naja, okay. Aber die Folge ist schon verdammt lang geworden. Ich denke, wir werden hier gucken, dass wir nächstes Mal die Forschung wieder einen Takt kriegen. Hier ist ein riesen Stau passiert. Wir haben jetzt genug Eisen hier unten und da werden Zahnräder en masse produziert. Ist vielleicht auch nicht so die Ideallösung, ne? Ich glaube, wir sollten dann mal hier umbauen und hier was anderes machen vielleicht. Ich weiß nicht was. Rote Leitung, grüne Leitung gibt's. Ist irgendwas, was wir unbedingt bräuchten. Handgranaten. Schwere Rüstung, was alle gibt, ne? Ich glaube, das müssen wir mal später überlegen. Aber wir sollten einen auf jeden Fall erstmal lahmlegen, damit wir hier keine Überproduktion haben. Gut, okay, dann würde ich aber sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.